Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Ja, nur da gibt's ja noch ein Problem. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Jetzt hier vielleicht noch irgendwas? Die Frage ist, müssen wir jetzt noch hier... Ups, ich hab's schon wieder raus. Müssen wir jetzt noch hier sein oder müssen... Oh, wartet mal. Ich hab schon wieder so... Eine Güte. Müssen wir? So, wir fahren mal einfach weiter nach Porta Fisco, denn vielleicht müssen wir da erst Dinge holen, um hier, verstehst du, da weiterzukommen an den einen Ort. Das ist ja riesig gemacht hier, dieser von da, Dalek. Alter, da war der erste Teil ja winzig gegen. Auch wenn man das nicht selber so direkt das ist also durchschwimmt, sag ich mal. Die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Keine Ahnung. Gut. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, sieht so ein bisschen aus wie hieß er Titanic hier Leonardo DiCaprio, ne? So ein bisschen. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das wir wollen hier den. Am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Ups, oh, meine Beats.
So, könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ah, meine Miet schmeichelt sich ums Mikrofon, wie schön. Er ist gerade noch ein bisschen beschäftigt. Moment. Ich glaube, er ist fertig. Was? Aber er war schon Fütterungszeit. Okay, es hat sich jetzt hingesetzt neben mich und leckt sich den Po. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Logen, Digger. Ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Logen, Digger. Das ist das. Stromumkehrer. Schon wieder diese Stromumkehrer. Ich mag keine Stromumkehrer. Hier geht's irgendwo rein. Wir haben keine Ahnung, wohin. Aber wie sagen wir hier mal Stromumkehrer ein? Logen, Digga, Mann. Logen. Dieses Goal ist mir gerade egal. Was ist Komm das? Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber ja. Nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Was? Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Ja, denn die haben wir auch nicht verstanden. Okay. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Aber? Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Oh. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Als Wahrsager, okay. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ehrlich gesagt, ich würde das... Wenn so ein Zelt groß ist und gemütlich und halt, die Klimazone passt, ich würde auch in so ein Zelt leben wollen, wenn man sich das halt so einfach gemütlich einrichten kann. Ich glaube, ich stelle mir das durchaus gemütlich vor. Ich denke, da geht bestimmt einiges.
Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen, glaub mir. Ja, einfach weil es auf dem Schwarzmarkt ein Bananenbiegegerät gibt. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Verklauen die Bananen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Kannst du nicht. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Mist. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Ja, Bananen! Ich gehe mir nachher gerade biegen! Okay, und jetzt reden wir mit Goal. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ja, Mann! Ich hatte gar nichts versprochen, Lungendigger. Dass ich dich halten wollte. Lungendigger. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nein. Oh, Zoll? Reifenberg und... Diese Reifen sind kaputt und langweilig, wenn sie wenigstens brennen würden. Ich würde gerade sagen, wenn die nachher brennen, dann ist das bestimmt nützlich. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Mhm. Glück gehabt, Organon. Nee, warte, die Bananen. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Die Bananen werden wir wahrscheinlich brauchen, um sie gegen den Schirm einzutauschen. Wie schade eigentlich. Aber wir brauchen den Schirm. Definitiv, wir werden den Schirm. Oder können wir die Bananen. Oder geben wir erst die Bananen biegen und versuchen die dann irgendwie. Ja, keine Ahnung. Vielleicht nimmt er ja gar nicht alle. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Doch, zufälligerweise. Nicht passend, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Männer essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Okay. Wahrscheinlich. Okay, wir gehen, ja. Können wir das nicht überspringen? Nö. Was ist denn hier jetzt? Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Oh oh. Es waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Können wir jetzt vielleicht die Köderfische nehmen? Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Ja. Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Okay, wir haben jetzt also einen Köderfisch. Warte. Nein. Die Tür war fest verschlossen.
Genau, hier der Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Ja, da ist, sieht aus wie eine Klappe. Ich würde deshalb den Köderfisch nehmen und den Napf platzieren. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich jetzt nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Ja. Du bist weich. Besonders in der Birne. Na und? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Sie beachtet mich gar nicht, dummes Vieh. New Gold, das ist jetzt egal. Die wird jetzt nichts Wichtiges zur Story beitragen können. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Sie beachtet mich gar nicht, dummes Vieh. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat... Okay. Ambino? Für Goal? Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Baby Goal. Okay, Baby Goal. Vielleicht kann sie mir dazu beitragen. Sie scheint ja ein bisschen mehr wie Rufus zu sein. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Ah, okay. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Ah, zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Die Katze scheint sich nicht für den Köderfisch zu interessieren. Wie traurig. Wahrscheinlich isst sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht beschweren, wenn sie elendig verreckt. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe! Oh, ich verende. Miau. Lass das. Oh, miau. Hilfe. Oh, sagt meiner Familie. Ich sagte, lass das, okay? Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Das ist gut. Kann dann der gute Herr Angler... Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Außer Ruhe. Okay. Können wir denn jetzt eigentlich zurück? Ohne, dass es jetzt groß dafür Ärger gibt? Gott. Da oben. Ohne Strom kann ich hier auch nichts umkehren. Wenn wir den Sender nicht... Ohne Strom kann ich... Ich mag die Dinger. Sie sind wie immer gegen den... Ja, ja.
Das ist ja Baby-Goal jetzt, ne? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Okay. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schaue dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Die ist ja so naiv. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Was? Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Können wir vielleicht mit dem... Nee, warte. Den Sender können wir vielleicht schon irgendwie anbringen hier. Ach, dann wollen wir mal.